Sodeli, Sodeli, Sodeli. Oh, heute haben wir eine... Oh, ich sitze total tief, ey. Was ist denn hier los? Oh. Also, heute habe ich eine Idee. Mal gucken, ob sie funktioniert. Wir gehen nämlich Taxi fahren. Was zur Hölle ist hier los? Entschuldigung. Hallo, Herr Winkler, wir sind hier gerade im Gespräch. Wir machen gerade Besprechung. Tut mir leid. Hallo, Herr Winkler. Ja, ich höre Sie. Okay, also wir sind gerade hier in der Besprechung. Ist gerade echt unpassend. Kein Problem. Und damit Sie Bescheid wissen. Alles gut. Ich küsse Ihr Herz, danke. Warum gehen die jetzt alle? Die gehen schon wieder alle offline, wenn die mich sehen, Alter. Ist ja grauenhaft. Bah, dann gehe ich mal lieber schnell, bevor der Server hier leer ist. Naja. Ich muss zuerst in den Dienst gehen. Na super. So. Wir müssen nämlich den Taxifahrerjob annehmen, genau. Wir werden Taxifahrer sein und als Taxifahrer... Wow, wow, wow. Als Taxifahrer werden wir dann die Leute abholen und die dann nicht dumm um den Block fahren oder so. Wir fahren sie dann in die Höhle des Grauens. In den Tunnel der Schande? Den Tunnel der Schande, genau. In den Tunnel der Schande. What the fuck? Lernen Sie fliegen, Michael Byers! Lernen Sie fliegen! Hallo? Stehe ich nicht. Naja, wir werden sie dann in den Tunnel der Schande fahren. Und dort dann Monopoly spielen. Genau, das ist der Plan. Vorausgesetzt, das funktioniert, während ich FIBler bin. Ich glaube, es geht nicht, oder? Nein, du bist Mitglied einer Organisation? Kann ich kein Taxifahrer werden? Organisation verlassen? Aha, geht doch. Super. Mieten. Und jetzt muss ich eigentlich nur die Taxijobs annehmen, ne? Auftrag annehmen. Geil, unser erster Kunde. 2,2 Kilometer entfernt. Na da... Bin ich gespannt. Let's go. Hallo. Oh nein, der ist in meiner Familie. Der ist in meiner Familie, der Typ. Guten Tag, Herr Winkler. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Können Sie mich zu Ihren eigenen Anwesen bringen? Markieren Sie mal. Das weiß ich ja selber nicht. Deswegen ja. Ich bin neu in der Familie. Er ist neu und wird direkt geschändet. Ah ja, Sie sind neu. Wie geht's Ihnen so? Mir geht's gut. Und Ihnen? Gut. Gut, wie war Ihr Tag so? Also der gestrige oder vorgestrige Tag war sehr beschissen, weil ich wurde aus unserer Familie rausgeworfen. Warum? Das ist ein unerklärlicher Grund. Was haben Sie gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, die Familie war neu und ich weiß nicht, was der Grund dazu war. Sie haben gar nichts gemacht, mhm. Wirklich gar nichts, wir hatten die besten Fahrzeuge, aber auf einmal wurde ich rausgeworfen. Ja, das ist eine Schande. Ist Ihr Fernsehteam gerade dabei? Nee. Nicht? Nee, ich fahre einfach zum Spaß ein bisschen Taxi. Achso, weil ich bin selber Taxifahrer. Ah, Sie sind selber Taxifahrer. Muss halt Flugschule machen und auf einmal macht der Helikopter Faxen und dann bin ich abgestürzt. Dann kam halt der Medic, dann hat mein Taxi den Medic gerammt und ganz verrückte Geschichte. Ja, ganz verrückte Geschichte, ja. Glauben Sie an Gott? Sind Sie nicht Gott? Nee. Schade. Können Sie sich denken, wo wir gerade hinfahren? In den Geheimtunnel. Huch, auf einmal lebt nichts mehr. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Es tut mir so leid, Marc. Oh, es tut mir so leid, Marc, wenn du das Video hier siehst, wirklich. Ich wollte Leute schänden und ausgerechnet mein allererster Kunde ist ein Mitglied meiner Familie. Wie kann das sein? Wie viel Pech muss ich denn haben? Ach, nee. Tja, aber wir machen keine halben Sachen, ihr kennt mich doch. Keine halben Sachen. Nächster Kunde. Auf der, ja, annehmen. 10 Kilometer. Digga, der Typ ist am Arsch der Welt. Das dauert 15 Minuten, bis ich da bin. Boah, nee. Oh, wenn er noch da sein sollte. Wenn ich da bin gleich und er ist noch da, dann werde ich ihn extra schänden. So, wir sind jetzt gleich da. Man nennt dieses Taxi eigentlich auch das Taxi der Verdammnis. Das Horror-Taxi. So, wo steht denn der jute Mann hier? Steht er denn? Junge, wo ist der? Ich muss außen rumfahren für den Typen. Was ein Bauer, ey. Ich fahre hier einfach runter, ist mir egal. Mache ich jetzt so. Digga, wie ist der Kerl da überhaupt reingekommen? Hä? Ach so, da. Ich dachte schon, das Tor ist geschlossen. Nevermind. Es ist offen. Eine Frau, natürlich eine Frau. Hallöchen, junge Dame. Hallo. Wie sind Sie hier hochgekommen? Gefahren. Gefahren? Ja, genau. Mit dem da? Genau. Warum rufen Sie jetzt ein Taxi? Weil ich nicht wegkomme, weil er eingeschlafen ist. Ach so, er ist eingeschlafen. Ja, genau. Ist das Ihr Freund? Ja. Wollten Sie sich hier zusammen irgendwie den Sonnenuntergang angucken, oder? Ja, ganz kurz und jetzt muss ich zur Arbeit. Okay. Soll ich den mal aufwecken? Nee. Ich wecke ihn auf. Ist wach. Was soll das denn? Ich habe ihn aufgeweckt, er ist wieder wach. Steigen Sie ein, ich fahre Sie zur Arbeit. Also jetzt möchte ich nicht mehr mit Ihnen fahren. Warum? Steigen Sie ein, ich fahre Sie zur Arbeit. Nee. Steigen Sie ein jetzt. Nee, ich gebe Ihnen ein bisschen Geld. Steigen Sie sofort ein. Einsteigen. Was sind Sie denn für ein Taxifahrer? Ein ziemlich neuer Taxifahrer, aber tatsächlich der Beste. Natürlich. So, dann markieren Sie mal, wo arbeiten Sie denn? Beim MD immer noch. Beim MD, Sie sind übrigens sehr leise, können Sie ein bisschen lauter reden? Ich verstehe Sie kaum. Jetzt besser? Ja, sehen wir gleich. Oh, anschnallen, anschnallen!
Schnallen Sie sich an! Wo arbeiten Sie denn, junge Dame? Immer noch beim MD. MD, alles klar. Markieren Sie mal. Ja, super. Können wir bis dahin einfach schweigen? Das wäre okay. Wieso? Ist doch, geht doch schneller rum die Zeit, wenn wir reden. Nee, Sie sind mir nicht so sympathisch. Also Sie können sich, also, Sie können mir ein bisschen was von Ihnen erzählen, wenn Sie wollen. Nee, Sie haben gerade meinen Freund umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn aufgeweckt. Glauben Sie mir. Ihrem Freund geht's gut. Wie heißen Sie denn, gute Dame? Wie Sie heißen? Mensch, wie heißen Sie? Wie heißen Sie denn? Winkler. Francisco Winkler. Naja. Ist das ein Problem? Nee. Ist auch besser so. Erzählen Sie mir was. Wie heißen Sie? Ich kann nicht reden. Ah, eine Sekunde. Ich bin so... Also, Moment. Ah, es kann weitergehen. Kann weitergehen. Mensch, ich hatte gerade einen riesen Popel in der Nase. Ah. Nun, erzählen Sie mir was. Wie heißen Sie? Wieso soll ich Ihnen das denn was erzählen? Wie heißen Sie? Sagen Sie mir sofort Ihren Namen. Ich habe Ihnen doch eben meinen Namen genannt. Wie heißen Sie? Rosa Hase. Rosa Hase. Wunderbar. Dass das immer so schwer ist. Sagen Sie mir doch einfach Ihren Namen. Ja, wozu? Ich will Ihnen doch nichts tun. Ich möchte nur die Zeit ein bisschen totschlagen. Ja, und ich möchte nicht mit Ihnen reden. Wieso nicht? Ich werde doch wohl Taxi fahren können, ohne mit Ihnen reden zu müssen. Das ist doch langweilig. Ja, für Sie, für mich nicht. Ach, Rosa. Mach doch nicht so. Mach nicht so. Also, ich hätte nicht so gemacht, hätten Sie nicht so gemacht. Was habe ich denn gemacht? Ja, was haben Sie wohl gemacht? Die Schlaftablette war eh schon weg. Was wollten Sie mit dem anfangen? Sich den Sonnenuntergang weiter angucken? Anscheinend nicht, wenn Sie arbeiten gehen müssen. Was hat er sonst gehabt? Geld? Glaube ich auch nicht, bei der Schrottkarre, mit der er da stand. Ah, komm, den holen wir mit. Hallo? Ja. Brauchen Sie ein Taxi? Was? Ich brauche gar kein Taxi. Gar kein Taxi, ne. Komm, gut. Steigen Sie ein, ich bezahle das. Nee, alles super. Steigen Sie ein, Sie brauchen ein Taxi. Sie sehen aus wie jemand, der ein Taxi braucht. Ich brauche kein Taxi. Doch, Sie brauchen ein Taxi, komm. Taxi. Nein. Guck mal weiter jetzt, ich brauche kein Taxi. Dann geh du doch weiter. Sitzt du jetzt? Wieso steigen Sie jetzt nicht aus? Ich steig nicht aus. Wir regeln das auf eine andere Art und Weise. Also, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Ja, ich nehme nur Anlauf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist weg. Der kann ja nicht weg sein. Er ist wahrscheinlich im Gebüsch verschwunden. Der ist einfach weg. Da kann der weg sein. Das machen die manchmal so. Oh doch, der ist weg. Schade, Marmelade. Ja, ja. Der hat sich super als Motorhaubenaufhänger gemacht. Ja, kann man nichts machen. Oh. Der hat eh geschlafen. Ist kein Verlust. Also ich denke, jeder Mensch ist ein Verlust, wenn er stirbt. Stirbt doch nicht. Oder sah der etwa aus, als ob der tot war? Nee, der andere aber. Und sie wollten ihn ja. Glauben Sie an Gott? Was antun? Nein. Ah, hätte ja sein können. Und wie finden Sie das Wetter heute so im Staate? Ja, wunderschön. Wunderschön. War lang nicht mehr so warm, ne? Es tut mir so leid. Rosa. Es tut mir so leid. Was denn? Weißt du, ich wollte dir nichts antun, aber du weißt doch, ich tue das alles nur, weil ich dich liebe. Ich mach das nur, weil ich dich ganz doll lieb hab. Das weißt du, oder? Ich würde dir sonst nie was antun. Jetzt geh runter von meinem Auto. Hallo, runter jetzt. Oh, da krieg ich ja echt Tränen in den Augen. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie haben mich verletzt. Sie haben mich verletzt. Warum tun Sie das? Steigen Sie ein, wir fahren jetzt zusammen zur Polizei. Ich höre Sie nicht. Hören Sie mich nicht? Hallo? Hallo, steigen Sie ein, wir fahren zur Polizei jetzt. Drecksack. Oh, Job, 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 Job. Auftrag annehmen. 1,2 Kilometer. Den holen wir doch gerne ab. Ich muss auch gleich mal mein Taxi reparieren. Das sieht echt ziemlich benutzt aus. Du hast das Ziel erreicht. Und ist hier jemand? Nein. Ich wurde verarscht. Schön. Super. Haben Sie ein Taxi gerufen? Ich mach gratis. Ich mach gratis. Hä? Hä? Ey, warte mal. Bist du nicht der YouTuber? Hallo. Ich höre Sie nicht, wenn Sie was sagen. Hallo. Könnten Sie mich einmal da hochbringen? Wo hoch? Da hoch, wo ich markiert habe. Ach, Sie meinen runter. Klar bringe ich Sie runter. Ja, ja, genau runter. Genau runter. Gar kein Problem. Wir werden auch verfolgt. Ey, bist du Cisco? Oh Gott. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Wir mögen diese Leute nicht. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um das Problem hinter uns, oder? Ja, ja, am besten entfernen. Sind kein Sie in Problem. Einer Familie? Ja, ja. Nein, nicht auch. Oh, 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 oh. Hey, sind Sie Cisco? Steigen Sie ganz schnell ein. Schnell, schnell, steigen Sie ein. Wir müssen hier weg. Los, 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 fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Ich bezahle auch alle. Einfach weg hier. Einfach weg hier. Mann, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Wo ist er? Hinter uns. Steigen Sie aus und drücken Sie den 10. Finger. Bitte können. Warte. Taxifahrer aussteigen und den 10. Finger drücken. Man hört Sie nicht. Hallo, der Taxifahrer. Sie müssen den 10. Finger drücken, Herr Taxifahrer. Genau, den 10. Finger. 10. Finger. Ich glaube, das Problem ist erledigt. Ach ja, stimmt. Ich hab's schon fast vergessen. Sorry. Aua, aua. Sind Sie Cisco? Hallo, sind Sie Cisco? Digga, der Kerl ist unglaublich, ne? Der Typ ist einfach unglaublich. Nein, ich bin nicht Cisco. Ich tu nur so. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Taxi, Job. Annehmen. 1,1 Kilometer. Oha, gar nicht mal so weit entfernt. Let's go. Gib Stoff, Junge. Hallo. Ah, hier haben wir noch jemanden. Hallo.
Ja, der Junge, dem ist der Sprit ausgegangen. Ja, hier, Taxi. Ah, okay. Steigen Sie ein. Ja. Oh, oh. Elias, komm mal. Einen Moment. Oh, oh! Dem ist nicht nur der Sprit ausgegangen, sondern ein bisschen mehr. Muss ich mal gerade reparieren. Junge, was hat der für einen Ping? 300? Spielt er aus Malaysia? Steigen Sie jetzt ein. Ja, okay, sorry. Da darf mein Freund mit. Ihr Freund? Der Polizist? Ja. Nee. Das ist Fake-Polizist. Okay. Ist auch besser so, dass er nicht mit will. Wo geht's hin? Ja, weiß ich nicht. Wie wissen Sie nicht? Ja, weiß ich nicht. Sie wissen selber nicht, wohin. Ich weiß, fahren Sie mich mal da hinten hin. 10 Kilometer, Sie haben Arsch offen. Vergessen Sie das. Dann... Ich weiß schon, wo ich Sie hinbringe. Na, ich weiß, wo es hingeht. Keine Sorge, ich mach das. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oh nein. Ich habe Kopfschmerzen. Einen Moment. Ich habe ganz doll Kopfschmerzen. Runter von meiner Stoßstange. Runter von der Haube. Da waren es plötzlich 3. Der Taxifahrerjob ist manchmal wirklich sehr anstrengend, aber er ist auch wirklich einer der belohnendsten Jobs. Da kriegt man so ein schönes, wie soll ich es beschreiben, so ein schönes Gefühl, die Stadt bereichert zu haben. Jeder Kunde ist ein glücklicher Kunde. Schlechte Bewertungen gibt's bei mir auch nicht, denn sie sind nicht mehr in der Lage zu bewerten. Oh, Job, schon mir die Nase putzen, Job. Oh, er ist vom Wetter weg. So viele Taxifahrer. Oh, Job. Ich habe ihn bekommen. 1,8 Kilometer. Wir sind auf dem Weg. Taxi-Service Los Santos. Auf dem Weg. Hä? Ich kriege einen Anruf. Hallo? 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 Mit wem rede ich? Hallo. Hallo, mit wem rede ich da? Hallo. Wer hat mich denn hier angerufen, hä? Da rufe ich mal zurück. Teilnehmer ist besetzt, Junge. Was ein Vollidiot. Hä? Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Hallo, höre ich mir jetzt, Kollege? Ich höre Sie. Hallo, hallo. Was wollen Sie? Ja. Ja, bin ich gleich da. Wer sind Sie? Ich bin der Grassini, mein Kollege. Hier an der Call für ein Taxi. Wo bist du? Wo bleibst du? Red mal ein bisschen deutlicher. Hast du gekifft oder wie? Nee, warum? Du nuschelst, als hättest du gerade drei Flaschen Body hinter dir. Ich höre mich doch doppelt. Ich weiß, Sie dann beruhigen Sie jetzt bitte. Hör mal auf zu nuscheln. Sprachfehler. Servus. Der Hund druckt's mir. Ich beruhige dich mal ein bisschen, du kleiner Sohn. Was? Was? Wie haben Sie mich gerade genannt? Sohn einer Hündin. Warum nennen Sie mich so? Sie gehen auf meine Behinderung. Was ist los mit Ihnen? Wer sind Sie überhaupt? Sie haben das Taxi gar nicht gerufen. Alles gut, Kollege. Wollen Sie irgendwo hin, oder? Ja, bitte dahin bringen. Super, gar kein Problem. Machen wir. Und wie war Ihr Tag so? Ganz gut. Gerade wach geworden. Ah, ja. Super. Verstehe. Ist das Ihr Kollege gewesen? Den kenne ich ein bisschen, aber... nicht wirklich Kollege. Wer war das? Warum hat er so komisch mit mir geredet? Das weiß ich nicht. Wir nehmen eine kleine Abkürzung, ja? Alles klar, Kollege. Beehren Sie uns bald wieder. VDM. Ist alles okay? Wer drin? Was? 3, 2, 1, los. Warum tun Sie das? Alles klar. 3, 2, 1 und go. Habe ich wohl gewonnen. Und ein neuer Kunde. Let's go. Hallo. Steigen Sie ein. Ist das Andrew Tate? Wo geht's hin? Top G. Mr. Ja, Tate. Wahnsinn. Hörst du mich? Wo geht's hin? Ja. Ich arbeite noch dran. Wo es hingeht? Wo wollen Sie hin? Mensch, jetzt reicht's aber. Lass mich hier doch nicht verarschen. Boah, ich muss scheißen gehen. Kacke. Ich muss hier auf K gehen. Ich muss kacke. Ich muss AA. 2000 Jahre später. Da sind wir wieder. Boah, hab ich einen guten Schiss hingelegt. Gefühlt 5 Kilo leichter jetzt. Und direkt der nächste Kunde, Junge. Geil. Direkt weiter. Im Spaß. Aber ich muss mir so langsam mal was Neues einfallen lassen für die armen Kunden. Die können ja nicht immer ins Gras beißen bei mir. So langsam ist doch auch mal Schluss. Oh nein. Guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen denn, der Herr? Gut. Ich steig einfach mal ein, neu. Super. Wie geht's Ihnen denn, der Herr? Wie geht's Ihnen denn? Mir geht's auch supi. Mir geht's wirklich ganz, ganz dolle gut. Super. Wo fahren wir hin? Wo wollen Sie hin? Ui, sind ja alle... Wohin geht's? Wo wollen Sie hingefahren werden? Ui. Hallo. Guten Tag. Wo es hingeht? Ach so, ja, man hat sie nicht verstanden. Aber das ist eine gute Frage. Wo will ich denn hin? Ja, fahr mich mal einfach zum Casino, ein bisschen mein Geld verspielen, euch. Nö, Casino ist heute nicht drin, sorry. Oh, das ist schade. Wo soll's denn hingehen, wenn ich fragen darf? Die sind der Kunde. Ach so, ja, okay, dann fahren wir mal zum LSPD. Nö, ist heute nicht drin, sorry. Oh, ich wollte jetzt eigentlich mit dir ein paar Bullen abziehen. Ja, okay, schade. Ui, das sieht ja gut aus. Sieht ja fast so aus, als wenn ich jetzt entführt werde. Ui, wo sind wir denn? Ui, das sieht ja cool aus. Beehren Sie uns bald wieder. Was haben Sie gemacht? Oh, was haben Sie gemacht? Alter. Herr Winkler! Was haben Sie mit der Frau gemacht? Nur Mächte verhandelt, sonst... Herr Winkler!
Wollten Sie mich gerade abschießen? Nein, hallo, Entschuldigung. Alles gut, helfen Sie nur dem Verbrecher nicht hoch, der hat die Dame umgeschossen. Wir warten erstmal, bis die Dame wieder oben ist. Herr Winkler, ich kenne Sie. Halten Sie den Mund, fahren Sie bitte, gehen Sie weg. Ich habe mit Ihnen die NG gescheppert. Die Dame, geht's Ihnen soweit gut? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, soweit schon. Was hat der Herr Ihnen angetan? Der hat mich hier gerade umgeschossen. Warum? Weil ich ihn geschlagen habe, weil er zu mir gesagt hat, dass ich einen Schwanz im Mund habe. Oha, oha, so, och, so respektlos. Steigen Sie ein. Ich muss in die Richtung. Jetzt reicht's. Entschuldigung, Herr Winkler, bitte, bitte. Die Leute sind einfach respektlos geworden. Das ist verdammt unangenehm, was Sie da machen. Steigen Sie ein. Also nicht, was Sie machen. Ich fahre Sie weg. Ich fahre Sie in Sicherheit. Bringen Sie in Sicherheit, gute Frau. Wie heißen Sie? Ich, Lisa. Ich, Lisa. Ja, also, ja, ich, ja. Also ich. Ja, ich heiße Lisa. Wie alt bist du, Lisa, wenn ich fragen darf? 16. Sicher? Ich bin 16, ja. Wieso? Klinge ich nicht so? Nö, du klingst genauso. Mhm. Zeig doch mal etwas mehr Dankbarkeit für die Lebensrettung. Ja, danke schön. Sagen Sie vielen, vielen Dank, Herr Winkler. Vielen, vielen Dank, Herr Winkler. Sie sind der Beste. Sie sind der Beste. Und der Größte. Und der Größte? Okay. Verdammt nochmal. Sagen Sie jetzt vielen Dank, Herr Winkler. Sie sind der Beste und der Größte. Vielen Dank, Herr Winkler. Sie sind der Beste und der Größte. Und der Schönste. Und der Schönste. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt. Ey! Stell mich einfach. Stopp, anhalten! Na super. Es ist absolut nichts passiert. Steig ein, Lisa. Wo wollen Sie jetzt hin? Weiß ich nicht. Also, könnten Sie mich am besten einfach zum Apartment von mir fahren? Das wäre lieb. Natürlich. Ist klar, danke schön. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt... Navi sagt hier durch, ich fahre hier durch. Navi sagt durch. Navi sagt gleich tot. Oh, hier ist ja nichts. Ist ja abgeschlossen. Ja, und ich glaube, wir sind gleich tot. Gut, ist auch eine Lösung. Doofes Navigationsgerät. Immer falsch. Würden Sie mir Ihr Apartment zeigen? Das kann ich machen, ja. Sie haben da was in der Hand. Ja, das ist meine Versicherung. Das ist auch normal, oder? Das ist normal. Okay. Das ist normal. Das ist wirklich eine sehr schöne Bude. Dankeschön. Wie viel hat die gekostet? 1,9 Millionen. Woher kommt das Geld? Geliehen. Genau. Ich muss die Schulden noch abbezahlen, aber ich habe kein Geld. Also ich könnte Ihnen helfen, die Schulden abzuzahlen. Das muss nicht sein, alles gut. Ja, nun denn. Sind Sie sich sicher? Wobei? Schulden abzahlen? Ja. Nun gut. Also ich bräuchte natürlich das Geld, aber ich möchte nicht noch mehr Schulden haben, sag ich mal so. Dann noch einen schönen Tag. Jo, tschüss. Schade. Ich dachte, sie geht drauf ein. Wenn der Typ mich jetzt anspricht, werde ich ihn umbringen. Ja, Omi, hallo? Omi, sieht schon ein bisschen süß aus. Von wem bist du? Geh mal weg hier, Schokoleute. Von wem sind Sie? Lassen Sie mich in Ruhe. Oh Gott, jetzt sind das schon drei. Hauen Sie ab. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind selber schuld. Ich muss hier weg. Da, Job. Bumm. 1 Kilometer. Auf dem Weg. Hallo. Halten Sie an. Wo geht's hin? Nehmen Sie meinen Kollegen mit hinten. Wo ist Ihr Kollege? Anhalten. Ich höre Sie nicht. Hallo. Hallo. Hallo, drücken Sie den 8. Muskel bitte, dann höre ich Sie wieder. Hallo, Sie sind auch sehr leise. Fahren Sie wieder zurück, mein Kollege ist da. Gut. Wo ist Ihr Kollege? Links, wohin? Hallo. Ach so, links. Sorry, ich drehe um. Kein Problem. Beruhigen Sie sich. Rechts. Ich hab nur Spaß gemacht. Steigen Sie ein, ich hol den Kollegen. Wenn Sie noch einmal so falsch fahren, dann knall ich Sie ab. Okay, alles gut. Keine Waffengewalt, bitte. Da links, hier links ist er. Wo? Halt doch mal an, Digga. Ey, ich knock dich jetzt gleich. Wo? Ach, der mit dem Hut. Der läuft gerade hinter uns zu uns. Sagen Sie es doch gleich. Der Herr, reden Sie mal. Dahin. Wohin mit dir? Ja, wo geht's hin? Ey, ich hab markiert, du. Red mal. Ihr Kollege ist einfach ausgestiegen. Steigen Sie nicht einfach aus. Verdammt nochmal. Was mit Ihrem Kumpel? Hey, steigen Sie ein. Steigen Sie doch ein. Mein Gott. Jetzt fährt der Bus. Ich fass es nicht. Nein, Sie fahren keinen Bus. Aussteigen oder es knallt. Aussteigen oder es scheppert. Es scheppert. Steigen Sie aus. Oha. Ich hab ihn schreien gehört durch sein Headset. Haben Sie Aimbot? Nee. Wo ist Ihr Kollege hin? Keine Ahnung. Doch, sag mir, wo der hin ist. Ich hab ihn. Ach du Scheiße. Nein, ich weiß wirklich nicht, wo der hin ist. Ich hab ihn durch dein Headset schreien gehört. Sag mir, wo er ist. Nein, das war ein Kollege. Ich hab ihn durch dein Headset schreien gehört, Junge. Hallo. Wo ist er? Sag mir, wo er ist. Der Herr, wie sag mir, wo ist. Sag mir, wo. Der Herr. Sag mir, wo er ist. Der Herr, sag mir, wo er ist. Wo ist er? Wir sind im D-Punkt.
Ja, im D-Funk. Ich weiß, aber wo ist er hin? Nein, ich bin mit 5 anderen Leuten im D-Funk. Aber er ist auch dabei. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist weg. Er ist einfach weg. Du weißt, wo er ist. Sag es mir. Okay, fahren Sie dann nochmal hin. Ich gucke. Oh. Wer ist eigentlich wer ist dieser Random? Darf ich den umscheppern? Halten Sie mal kurz an. Nö, Sie dürfen niemanden umscheppern. Wer ist dieser Random, Digga? Ah, da liegt er doch. Sie haben ihn umgeschossen. Da liegt er doch, oha. Einmal bitte hochholen. Das ist ein Schwerverbrecher. Springen in den Knast. Straßenumfrage. Digga, wer bist du? Hallo, Hände hoch. Sie haben das Recht zu schweigen, ja? Einsteigen. Aber Sie brauchen doch Ihr Polizei. Hey, Officer, Kollegen. Hey. Ach, was für Vollidioten. Wir fahren einfach mit Sie. Nee. Oh, Sie sind ja viel besser drauf auf einmal. Nee, ich möchte eigentlich gar nicht mehr. Steigen Sie bitte beide aus. Hä? Raus. Ja, okay. Dann warten Sie ganz kurz. Oha. Warten Sie ganz kurz. Tisco, du dummer Hund! Der macht das ja wirklich. Oha. Oha, Junge, der will mich ja wirklich umbringen. Bin auch One-Hit. Ich habe kaum noch Leben. Egal, ich gehe da rein. Ich habe keine kleinen Balls. Da gehen wir rein. Oh, oh. Hey. Was soll das? Hilfe! Officer, helfen Sie mir. Officer. Schnell. Der ist gefährlich. Die haben auch keinen Bock, ne? Guck mal, wie die laufen. Die letzten Bonobos. Richtige Äffchen sind das. Sie machen den Job auch zum ersten Mal. Kann das sein? Hey! Tja. Kann man nichts tun, ne?